Hey, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Let's Play Nightmare from the Deep Teil 3 David Jones. Der berühmte David Jones mit seiner Flying Dutchman, also dem fliegenden Holländer. Und nun sind wir hier in seiner Schatzkammer angelangt. In der letzten Folge haben wir erstmal verflixt danach suchen müssen. Und dann war das eigentlich nur ganz leicht. Wir hatten schon den Schlüssel dafür, den Zweitschlüssel haben wir dann auch gekriegt. Und jetzt sind wir in der Schatzkammer. Jetzt hören wir aber erstmal eine weitere Erinnerung von David Jones mal an. The night of the attack, the girl went to the shore far behind the marshes. It was her secret place where she'd spent time when her father was away. Lonely and disgruntled with the riches, she made a wish upon the stars. I will not live this rich and lonely life anymore. My father must change his ways. It was then that she saw the glow over the palace. Fearing that her father might be in danger, she ran as fast as she could. The poor little girl. By the palace gate she ran into a pirate band loading their guns. Ja, die arme Tochter. Was haben wir denn hier bekommen? Voodoo-Kristall, 1 von 4. Bitte was? Machen wir jetzt hier einen auf Voodoo. Okay. Dann haben wir das schon. Jetzt fehlt uns noch der goldene Vogel am Anfang von der Mine. Aber wir haben doch, glaube ich, noch keinen Schlüssel oder sowas. Hier weiß ich auch nicht, wie ich das öffnen soll. Der ist ganz schön eigenverliebt, oder? Kann das sein? Überall David Jones. David Jones hier als Bild gemeißelt. Dann draußen hier der goldene David Jones. Der ist ein bisschen eigenverliebt, kann das sein? Kann man hier hoch? Ja, hier kommt das Herz rein, das wir noch nicht vollständig haben. So, jetzt muss ich nur schauen. Karte, sagt die uns was? Wir müssen jetzt wieder zu O'Malley. Incredible! It's alive! O'Malley, was soll denn der Fist? Sprechen wir mit ihnen mal. The potion can revive plants too? Doesn't matter. We need to find the entrance to the vault. Okay, kann ich ihm das vielleicht geben? Nö. Fläschchen mit Trank. Alles klar, und jetzt? Vielleicht. Nee, oder? Nö. Wir müssen hier was machen. Auf der Karte wird nichts mehr angezeigt, aber hier bei O'Malley müssen wir irgendwas machen. Wahrscheinlich noch mehr drauf tröpfeln? Nö. Oder hier? Nö. Sanduhr. War? Ach, das ist das Sanduhrglas. Hä? War? Das hat für mich ausgeschaut wie so ein komisches Amulett oder sowas hat es für mich ausgeschaut. Und den Schlüssel müssen wir jetzt wahrscheinlich da vor den Minen hin tun. Eingang bei dem Kollegen hier. Und können wahrscheinlich den Piepmatz jetzt hier befreien. Ja, dachte ich mir schon. Und jetzt Schnellreise. Ich mach Schnellreise. Jetzt können wir nämlich hier dieses schöne Minispiel spielen. Ich hoffe mal, dass es ein Minispiel ist. Okay, wir müssen hier ein Bild vervollständigen, wie es ausschaut. Ich glaube, das. Ja, das kommt hier hin. Ja, genau. Nee, andersrum. Das kommt hier hin. Das kommt hier hin und das kommt hier hin. Okay, da haben wir jetzt was aktiviert. Und kriegen die andere Hälfte des Herzens. Okay, das können wir dann hier einnehmen, reinsetzen. Und es schmilzt per Zauberei zusammen. Okay, dann hauen wir mal hier das Herz rein.
Und das Erdbeben, also ganz ehrlich, der David Jones muss ja so saumäßig taube Ohren haben, dass er das nicht hört. Oder der ist gerade mit sich selbst beschäftigt, das kann natürlich auch sein. Hier ist aber wieder kein Seepferd oder sowas. Ich sehe jedenfalls keins, aber zwei Wächter auf einmal. Okay. Ich ahne mal, dass wir hier, ja, dass wir hier puzzeln müssen. Kann man das auch drehen? Ja, kann man auch drehen. Ja, schauen wir mal. Ich mag das eigentlich nicht so sehr, dass man hier die ganzen Puzzleteile hier am Rand sind. Einmal hier. Dann denke ich mal, gehört. Ja, okay, das ist ein bisschen irreführend, das Ganze hier. Mal weg damit. Dann machen wir erstmal den Rand hier. So, dann das hier mal runter. Hallo, das mal hier bitte dahin. Dankeschön. Und das hier hin. Das gehört wahrscheinlich noch hier hin. So. Das kommt hier rein. Ich sehe hier unten am Wasser gar nichts. Wir brauchen ein Wasserstück. Ich denke mal, das hier passt hier rein. Nee, das passt hier nicht rein. Eieieiei. Habe ich schon mal gesagt, ich liebe Puzzeln. Ich liebe wirklich Puzzeln. Soll jetzt auch nicht ironisch klingen oder sowas. Ironic, I love ironic. Ja, manche Teile sind ein bisschen, hä? Ein bisschen, wie sagt man so schön, Geduld ist eine Tugend. Die meisten haben es bloß verlernt. Und das ist nicht mal gelogen. Die meisten Leute haben Geduld wirklich verlernt. Warum auch immer, fragt mich bitte nicht. Fragt die Leute, die die Geduld verlernt haben. Ah, das kann ich hier raussetzen. Gut. Okay, hier, das eine Teil müssen wir irgendwie jetzt loswerden. Weil ich glaube, das war der Störenfried hier. Was wird denn das bitte? Wird das ein Durchgang? Wird das, was wird denn das? Okay, und hier haben wir wieder einen Wächter. Der hat hier ein Puzzleteil wieder für uns. Und wir setzen mal die Erinnerung rein. Versuchen wir was anderes. Ach, da ist ein Spinnenweben. Wow, die Figur will sich mal wirklich die Finger dreckig machen. Why would pirates attack Davy Jones? We shall see. Before becoming the infamous Sea Devil, he was known as the most cunning of merchants. He ran his partners' businesses into the ground, claiming they only had their own greed to blame. In the pirates, he chose the wrong partners to betray. They sought revenge. And so they gathered the ships and sailed towards Davy Jones and his little island in the sea. Okay, also war der David Jones früher ein Händler und hat seine Partner betrogen. Macht man doch nicht. Was haben wir hier? Ein Bild. This place is where I've kept my greatest treasure, the
The greatest I could ever hope for. Okay. Nächster Hinweis. Was schreibt sie jetzt hier rein? O'Malley ist davon überzeugt. Ja, das kennen wir schon. Wieso hat sie dann hier was reingeschrieben, wenn hier nichts ist? Okay. Ja, bevor wir jetzt wieder hier ganz zurückdrücken, ne? Geh wieder zu O'Malley. Incredible! You found the vault! You've located the hint of finding the treasure. It's a nice painting of... the shore? I don't know where this place is, but there is a way to find out. Please, go to the town and find the witch. She can locate people in places with any item that bears a connection to them. If you find her, ask her for some stardust. It's one of the potion's ingredients, and we might need it. I fixed the cart for you. You can use it to get to town. All it's missing is the conveyor belt. I could swear I had it somewhere here. Ja, irgendwo wird das schon sein und ich schätze mal da, wo das glitzert. Okay, Thermometer. Ist hier oben. Lorenriemen ist wahrscheinlich das hier. Glasspirale ist wahrscheinlich das. Armbrust ist das, erkennt man sofort. Holzstifte sind wahrscheinlich hier irgendwo drin. Hä? Ich hätte schwören können, dass die Holzstifte da drin irgendwo waren. Weil wenn was blau ist, müssen wir ja interagieren. Okay, da war der Hund drin. Er ist in der Flasche, wie bekomme ich sie heraus? Wahrscheinlich mit irgendwas raufkloppen. Mit irgendwas müssten wir doch hier interagieren können. Das sind auf jeden Fall die Nägel. Machen wir mal ein bisschen querbeet. Da ist die Federn. Da ist der Kolben. Wozu brauchen wir bitte schon eine Schere? Kriege ich die damit da raus? Ja, lol. Okay. Ach, Holzstifte, das waren sie sogar. Ich dachte jetzt an Buntstift oder sowas aus Holz, aber okay. Da ist das Lineal. Da ist ein Flügel. Und das müsste der Kolben sein. Jawohl. Da haben wir den Riemen. Und auf geht's. Wow. Da ist eine Piratenspielkarte wieder. Ist hier auch irgendwo ein Seepferdchen? Oder ein Seedrache, wie der öfters betitelt wird hier? Nö, keiner. Aber wahrscheinlich können wir mit dem sprechen hier. Where are you heading, Wayfarer? To the witch? She's a crazy old bugger. Most times she's babbling on about waking up those damned old guardians. They're not going anywhere, so stay a while. Play a game with me, eh? What do you mean you're in a hurry? Oh, that is unfortunate, because I'm so bored, I might just rat you out to Davy Jones if you don't play with me. Oh, me dice, me dice! Oh, that bugger. Trick me dice. Oh, was hat man deine Würfe verloren, Mr. Skeleton? Okay, ein Ende des Seils, der Prächter wohl mehr in uns nützlich zu sein. Okay. Ja, das bringt uns wahrscheinlich hier gerade jetzt wenig. Lass uns da nicht nach hinten. Jetzt müssen wir mal hier schauen. Jetzt müssen wir wieder Sachen interagieren. Alles klar. Hier brauchen wir sowas wie einen Stern. Da ist wahrscheinlich Säure. Hm, dachte ich mir. Da haben wir Farbe. Hier ist dieser Stern. Und hier brauchen wir den Schleifstein anscheinend, der sich wahrscheinlich hier drin befindet. Ja, da ist der Pinsel. Das lässt sich nicht bewegen, ja. Das werden wir noch irgendwie machen müssen. Hier werden wahrscheinlich die Holzbeine der Piraten gemacht.
Jetzt haben wir weiße Farbe. Wozu brauchen wir weiße Farbe? Ah, hierfür brauchen wir auf jeden Fall den Magneten. Vielleicht klappt es mit etwas anderem. Okay. Einer der Ringe fehlt. Wo kann ich noch gucken? Hier ist auf jeden Fall die Zange. Wahrscheinlich kann ich damit hier... Okay, geht nicht. Kann ich mit der Zange das hier rausholen? Jawohl. Und es kommt wahrscheinlich hier rein. Ach, das ist wieder sowas, okay. Dann kriegen wir das hier. Und... Aber wahrscheinlich dafür brauchen wir den Magneten. Und lass mich raten, wir brauchen dafür eine Schnur. Jawohl. Irgendwann den Magneten damit verbinden. Und kriegen das hier wieder. Okay. Und mit dem kann ich wahrscheinlich das hier lockern. Jawohl. Gib her den Lachs. Schauen wir mal, hier kann ich, da ist der Schleifstein, den Schleifstein brauchen wir hier. Oder auch nicht. Ach, hier soll das Holzstück erstmal rein, alles klar. Weil hier seht, wir brauchen anscheinend noch ein Holzstück hier, das da, mit der Säge. Also, das ist halt eine Sache vom Kombinieren halt eben. Und da fehlt wahrscheinlich das hier. Dann dreht sich das nämlich. Anmachen den Lachs. Ganz schnell. Schleif, 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 schleif. Wow, also die Frau ist es wirklich talentiert. Hey, leco mio. Okay, Gott sei Dank sind wir da rausgekommen. Hier brauchen wir einen Hermesstab. Alles klar. Was haben wir jetzt hier? Hallöchen, brauchst du vielleicht die Hand hier? Oh, that's nice. Thanks for lending me a hand. Kein Problem, mein Kollege. Play a game with me, or I'll have a chat with the boss himself. Du bist ein ganz schlauer. Dann brauchst du anscheinend deinen Haken hier nicht mehr. Dann können wir den hierfür nutzen. Und dahinter schmeißen. So. War das jetzt so schwer? Finden wir hier wieder was. Hier brauchen wir drei Totenköpfe. Ja, ich drücke hier dann drauf. Hier ist aber keine Spielkarte oder sowas. Oder Seepferd. Kann ich das hier einsetzen? Wahrscheinlich ist das für den Raben. Und brauchen wir später auch eine Hacke oder sowas. Hier ist der Hermesstab. Da können wir noch nicht hin. Wahrscheinlich ist für die... Ah, hier sieht man schon. Die hat wahrscheinlich den Würfel für so eine Frucht gehalten oder so. Hier, nimm das... Gib mir den Würfel wieder. Dankeschön. So, dann setzen wir aber noch den Hermesstab ein in dieser Folge. Kriegen eine Diplone, eine Zange. Und dann sage ich mal für diese Folge vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Dabeisein immer. Und Dankeschön auch fürs nur mal reinklicken in das Video. Dafür danke ich euch natürlich auch. Und ich wünsche euch jetzt an dieser Stelle einen schönen Tag, eine schöne Weihnachtszeit, schöne Ferien, schönen Urlaub, was ihr auch immer auch habt und einen erholsamen Tag auch noch dazu. Also bis denn ihr denn und tschüss!